So, wir machen weiter. Wir haben zwar nur 11 von diesen Dingern, aber es gibt einen Trick. Dann gehen wir hier einmal rein und gehen auch erstmal auf Aufwerfen. Und ich schau mal, ob ich ihn finde. Du nicht. Du auch nicht. Müssen wir hier irgendjemand? Zum Beispiel den Ringschneider. Dann geht er darauf. Den kann man nochmal losschicken. Dann gehen wir hier ins Fach. Also bei Keilerei rein und dann geht's weiter. So kann man das ein bisschen austricksen. Ist ein Tipp. Ist ziemlich einfach. Und man kann es immer wieder neu starten. Egal wie oft man verkackt. Man kann das so oft machen, wie man Bock hat. Sag mal, hackt das bei euch? Ich glaube, die Zeiten haben nicht mehr alle Kartoffeln geschuppen. Na, ich starte mal immer neu. Das wird sonst nicht. Dann leitet er uns hier da wieder hin. Gehen wir wieder auf den Ringschneider. Ja, das ist jetzt egal. So. Machen wieder den Kampf 1 und dann den zweiten Kampf. Ich hoffe, dass wir den kriegen. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder öfters online komme. Ich muss nur dran denken. Das ist es. Das daran zu denken. Danke, dass du ausweichst, du Schlafmütze. Au. Der hat ziemlich viel. Sag mal, hackt das bei euch? Habt ihr einen kleinen Suppenschuss hier oder was? So wirklich. Die machen hier Damage ohne Ende. Meine Füße werden kalt, weil die Heizung mal wieder. Die ist auf 3 und wird nicht warm. Keine Ahnung wieso. Ich frag gleich mal. Ja. Ich habe ein eingebautes Mikrofon, wenn ich hier die Aufnahme mache. Ine meine Mu und rein bist du. Du fliegst zuerst. Der lernt zuerst fliegen. Also in wörtlich. Sag mal, hackt es bei euch? Geht's euch gut? Das frage ich mich manchmal bei den Drachen wirklich. Als ob Mr. Obvious ist hier. Nein, Spaß. Spaß muss sein. Das ist irgendein Sprichwort, habe ich von irgendjemandem.
so. Du hast ja nicht auszuweichen. Hallo. Also. Sag mal, geht's denn noch gut? Du Drache? Der hat aber. Dazu sage ich jetzt nichts. So. Jetzt hat der Brutzelmann geprutzelt. Also mein Drache hat ihn verbrutzelt. Jetzt ist er auch so entschieden. Jawohl! Jetzt bekommen wir mal was Vernünftiges hier. Und für so einen harten Kampf gönnen wir uns das auch gleich. Und schauen, was drin ist. Auf jeden Fall Runen. Und das junge Rumpelhorn. Haben wir das schon oder haben wir es nicht? Nein, das haben wir noch nicht. Und wir schauen uns den auch an. Und schicken ihn auch ins Training. Gut. Mehr können wir nicht. Mach nichts. Ja. Das ist sowieso klar. Ach, wir können gleich nochmal. Gut. Ja, umso besser. Okay. Ach so, das ist normal. Alles gut, machen wir einmal. Dann können wir hier nochmal üben. Obwohl ich den Spießrutenlauf erstmal mit euch knacken wollte. Und dann noch eine kleine Überraschung für euch habe. Na, ob das was wird, das weiß ich nicht. Sag mal, schläfst du hier gleich ein oder warum machst du bei mir so viel Damage? Dankeschön. Ich glaube manchmal wirklich, dass es bei den Drachen etwas zu viel hackt. Warum machen die immer Sachen, die ich nicht... Zum Beispiel sowas. Lustig finde. Haha. Also dieses Ausweichen könnten sie rausnehmen eigentlich. Das finde ich. Aber dafür gibt es ja die Statue. Aber die erstmal zu bekommen ist schwierig. Da wir den grünen Tod noch nicht haben. Und nicht so viel von den Rohstoffbernstein dadurch noch nicht so viel haben. Dadurch ist es so schwieriger, da ranzukommen. Wenn man weiß, was ich meine. So, wir schauen. Jo, das schaffen wir. Das habe ich in meinem Hauptaccount auch geschafft. Nein, den wollen wir nicht ins Team. Nee. Wir beiden das Team, so wie es ist. Und gut. Jetzt laden wir wieder hin und schauen uns die Gegner an. Und wir müssen gut aufpassen, dass wir die Drachen nicht verlieren. Am besten wir setzen gleich wieder unsere Geheimwaffe ein. Und zwar drücken da mal rauf und macht den besten Move, der Move
von den Drachen, also diese Spezialattacke von dem Sturmschneid, das ist irgendwie mein Lieblingsdrache in der Keilerei. Kaufen Keilerei, man kann es am liebsten, wie man es für das richtig hält. Sag mal, habt ihr meine Meinung oder was ist mit euch los? Oha. Das Video geht schon 10 Minuten und ganz schön lang schon. Aber egal, mach nur Schau, wir hauen rein, wir hauen in den Tasten und danke für nichts. Und danke für nochmal nix. Sag mal, hast du einen Sockenschuss nicht gehört? Ich glaube schon, dass es nicht gehört hat. Warum wird die Heizung nicht wieder warm? Das verstehe ich nicht. Ja. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. 3 von denen ist echt zu viel. Naja. Das wird eng. Ich hoffe, die gehen jetzt SCH. Nicht alle auf den guten. Na, ich überleg's mir noch, ob ich den Spielrundenlauf weitermache oder nicht. Eigentlich will ich ja die Runen, aber wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Einen Versuch kann man nochmal starten, wenn's nicht geht, dann nochmal auf. Dann haben wir halt verkackt. Dann haben wir es vermasselt und dann ist gut. Kann ich das... Naja. So. Ja, genau, nimm den. Dann bist du schon mal raus. Ja. Ne? Autsch. So. Nein, nein, nein. Warum musst du unbedingt den nehmen? Das kann doch nicht schon wieder dein Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Ich habe nur mein Handy angesteckt. Was? Was ist denn das jetzt? Okay. Gut. Nein, den gleichen Fehler mache ich nicht nochmal. So. Jetzt sind wir auf volle Hütte. Sag mal, habt ihr lange Beine oder warum geht immer nur auf den? Sie können es nicht lassen. Toll, bei den zwei haben sie Damage immer.
Sag mal, zweimal hintereinander oder was hier? Ich hab schon wieder fast meine ganzen Items ausgeballert. Das wird ohne Items komplett schwierig. Da am Ende, das ist immer Katastrophe ist. Och nö, nicht so einer. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Gut, haben wir den Items auch verbraten. Im Garten. Aber dafür machen wir gerade hier gut Damage. Ah, zu früh gefreut. Aber den Kampf können wir noch schaffen. Macht es euch. Schaffen wir nicht mehr. Items verbrannten. Gut. Dann gibt's halt kein Finale. Dann ist es so. Die sind einfach zu schwer. Das ist einfach so schwer. Alter, Mia, ist das richtig krank geworden? Nur dadurch, dass die Heizung aus ist. Wer hat die ausgemacht? Keine Ahnung, wer die ausgemacht hat oder so. Mir ist richtig arschkalt geworden. Das geht gar nicht. Meine Füße liegen immer auf der Heizung. Und das sieht nicht, dass die kalt ist. Ja, der Überraschung war Spießrutenlauf, Bug. Das ist noch ein anderen. Aber wenn wir es noch nicht mal bis zum Ende schaffen, dann können wir den machen. Also sorry. Aber dafür. Hier nochmal schicke Items. Und dann kann ich für Muffel das Kostüm holen. Ja, schön. Ja, danke. So. Aber vielleicht kriegen wir hier irgendwas noch hin. Das wären 3 Videos, weil ich mal wieder die Sachen eingesammelt habe. Entschuldigung. Da ich das mal wieder gedruckt habe. Naja. Ich kann es nicht ändern. Das Kostüm für Muffel, das mache ich noch. Und wofür haben wir sogar schon? Ich glaube, dass ich irgendeinen Spießrutenlauf geschafft habe und dadurch ein seltenes Paket bekommen habe, konnte ich das machen. Deshalb haben wir hier Drachen rumstehen, die man eigentlich noch nicht jetzt unbedingt hat.
So, nein, kriegen wir nicht. Wie viele können wir überhaupt reinmachen? 3, okay. Juti. Na gut, dann starten wir die Drachen nochmal los. Sammeln nochmal richtig gut Material ein. Können wir auch einmal machen. Dann kriegen wir hier gleich noch irgendwas hingezaubert. Dann ist das die Überraschung, dass wir dann noch ein bisschen was machen. Vielleicht gehen wir noch auf meinen Hauptaccount und machen da ein bisschen was. Mal schauen, ob da was zu tun ist. War aber lange nicht mehr auf dem Hauptaccount. Ja. Haben wir auch nicht. So. Und ich merke, ich habe nicht die besten Drachen. Aber macht nichts. Das kommt mittlerweile, wenn ich die hochtrainiere und so. Aber man muss trainieren, trainieren, trainieren. Und noch mehr trainieren. Aber wir können den Spießrutenaufbau auf einem anderen Account machen, wo ich das schon geschafft habe, auf dem Hauptaccount von mir. Das machen wir und dann machen wir. Dann haben wir da auch was zum Gucken. Nee, wir wollen keine Runen ausgeben, wir wollen die Runen behalten. Mal Stunden. Nein, danke. Ich warte die 9 Stunden ab. Das ist ja morgen früh. Oder heute Nacht. Ich glaube, ja morgen früh. Okay. Achso, ja, okay. Wann ist wieder da? In 3 Stunden. Okay. So, dann gibt es nochmal einen Cut. Nochmal zusammenschneiden. So, ich muss nochmal zusammenschneiden. Ein paar Videos. Das ist doch alles schon wieder hier. Ja. Doch Mist. Hier klopft es. Aber das nicht. Daran. Das nicht. Ja. Aber erstmal sammeln wir die Sachen ein. Wie gehabt, und dann zeige ich euch meinen Hauptaccount. Ich gehe die Videos nicht mehr. Bravo. Ja. Versuche ich später das nochmal, und wenn es dann nicht geht, morgen. Das wieder. Aha. Ah, schreien sie immer. So, das sind meine Eisensammler. Und hier habe ich diese ganz besondere Hupe. Nämlich, wenn ich die Hupe, fliegen die alle nochmal los. Alle fliegen los. So. Und hier haben wir meine Statuen.
Wer die noch nicht kennt. Entschuldigung. Ich bin. Lecker. Erkältet. Hier ist der Brüne tot. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß, gute Reise. So. Nein, du bist erst in 9 Stunden wieder da. Dich beschleunigen wir, weil ich Bock hab. Ja, ich weiß, ich hab abgestöpselt. Jetzt machen wir mal Pelim. Nicht mich wundern. Und ich lade das nachher hoch. Ja. Den habe ich noch nicht so lange. Das ist der Granatenfeuer. Oder besser gesagt, das Granatenfeuer. Ja. Und der. Der sieht cool aus. Der sieht extrem cool aus. Aber der hier auch. Und der leuchtet sogar im Dunkeln. Hätte ich nicht gedacht. Cool. Irgendwas baut der doch hier immer noch. Gut, haben wir nicht. Holen wir uns gleich. Und wie? Das zeige ich euch gleich. So, zuerst sind unser dritten Plan. Das war jetzt ein bisschen Mist, was ich gemacht habe, aber egal. Dafür könnt ihr wieder Flatter machen. Hier sammeln wir nochmal Holz ein. Und wir haben wieder den Trank vergessen, den ich eigentlich einsammeln wollte. So. In den Minuten dran bist du so. Das war ein Stück. Ah. Doofe Erkältung. Seid ihr auch Erkältung? Erkältet? Schreibt es mal einfach unten in den Kommentaren. Und lasst ein Abo da. Ja, wir nehmen mal das. So. Und wie man sieht, ist es fast zu Ende. Jo, das können wir machen. Auf in den Kampf. Heute können wir mal ohne Zahn benutzen und auf geht's. Ach du heilige Dinosaurier. Ja. Oh, müssen wir hinkriegen. Wenn wir hier jetzt ordentlich Damage machen,
So. Das war auch ein Hauptaccount, der Kampf, der Kämpfer. Spießrutenlauf haben wir hier nicht. Ein Angebot heute. Aber dafür was anderes Besonderes. Wie man lustigerweise am Ruhm kommt. Da könnt ihr jetzt auch das heute mal dabei sein, weil da passiert nichts Großartiges. Außer, dass es einmal rüberswitcht. Und nicht, dass ich mich nochmal verdrücke, deshalb lasse ich es so. Und nicht das Wunder, dass ich es mir so komisch anhöre, nämlich weil ich verschnupft bin auch. Das ist nicht schön. Das ist noch ein anderer Account. Den, ja. Wir können uns hier auch einmal drum kümmern, schnell. Die Drachen wieder losschicken. So. Na was? Was nutzt man dann? Gut. Und wie man sieht, ich bin hier noch bei. Hier auf Level 30 zu machen. Aber das dauert eine Zeit, das mache ich alles mit der Ruhe. So. Warum sage ich so? Ja, keine Ahnung, egal. Sammeln wir mein Paket ein. Lecker Schmecker. Hier geht's auch nicht. Na, für Versuch wär, war es wert. Sammeln wir rein. Und die Polter schicken wir wieder los. Steppen wir dich auch wieder los. Und die steppen wir auch wieder los. So. Ja. Nee, dich kann man nicht trainieren. Gut. Ach ja. Bevor wir es vergessen, auf alle Quellen ist. Lalalala. Hier ist eine neue Drachenfamilie. Hier haben wir einmal diesen Drachen. Zombie Federhaut. Zombie Federhaut. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Zombie. Da ist was dran. Aber, der sieht cool aus, den nehmen wir. Werden wir ihn kriegen. Lichtschlag nehmen wir auch. Erstens, weil er geil aussieht, zweitens, weil er eine geile Bewertung von den Sammlungen hat. Bei dir ist sowieso klar. Ich nehme mal sowieso, du kommst mit in unser Boot. Halt das. Im Vers. Extrem nice Flüge, aber ihr seht es ja, brauche ich auch nicht als vorlesen. Könnt ihr euch selber durchlesen. Und das ist hier das ganz normale, was hier bei jedem dran steht.
Das könnt ihr euch dann selber durchklicken. Und der ist sowieso bombastisch. Erstens in Holz, zweitens in Eisen, also alles richtig gemacht. Zwei Muffels, einmal diesen Muffel und den neuen. Und das sind zwei verschiedene Speziesen, nur dass der Bescheid ist. Ja. Nein, da wollte ich nicht drauf. Hier wollte ich drauf. Sammeln wir hier auch einmal ein. Und schließen den Kletterer schon wieder. Sagt auch nur, wer nicht, dann nicht. Deshalb sind wir aber nicht hier, weil wir wollten hier Spießruten aufbacken machen oder Trick machen. Den ein bisschen austricksen. So. Ping, ping, ping. So. Und voilà. Einmal drauf gedrückt, habt ihr gesehen. Einmal angeklickt. Muss nach Berg stehen. Und dann. Und der muss hochtrainierbar sein und nach Berg stehen. Aber das habt ihr ja gesehen, was da stand. Und dann. Muss ich. Nicht alles nochmal erklären. Alles gut. So, da sind wir wieder. Und außerdem können wir jetzt hier einfach reingehen. Und ist der Turm weg? Spielturm ist weg. Egal, wir sind eh gleich fertig mit dem Video. So. Dass ihr euch wundert, was da für eine Stimme im Hintergrund sind, das ist in der Küche. Da sind nur Leute, die sich unterhalten. Das hat man vielleicht jetzt mehr, weil die Musik von dem Spiel weg ist. Und hier steht, werde 1 von 0, also alles richtig gemacht. Und ja, dann hat auch ein anderer YouTuber schon mehrmals gezeigt. Daher weiß ich das, wie das funktioniert. Ja. Wer es ist, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ist auch egal. Ja. Hoppala. Mach nur schwer gewinnen. Tut mir leid, dass ich nicht so viel rede, weil gerade ein bisschen die Stimme nicht mehr mitmacht.
So. Wisst ihr, wie es geht? Habt ihr gesehen? In der 300. 150 Runden drauf. 300 haben wir. Alles richtig gemacht. Sammeln wir das Früchtchen noch ein. Öffnen sogar das Paket. Highlight des Tages. Paket geöffnet. Auch mein Hauptaccount. Ich wünsche euch bis dann. Tschüss.